Moin, moin und willkommen zurück bei Factorio. So, wir wollen uns jetzt mal ein bisschen mit der moderneren Technologie beschäftigen, denn wir wollen mal eine Dampfmaschine bauen. Ja, probieren wir es einfach, würde ich sagen, oder? Ich meine, keine Ahnung, was kann schlimmstenfalls passieren? So, ich vermute mal, für eine Dampfmaschine braucht man einen Heizkessel. Ist jetzt nur so eine Unterstellung. Und Offshore-Pumpe klingt auch noch recht wahrscheinlich. Da brauchen wir aber zwei elektronische Schaltkreise für. Also wir müssen ja in so eine Dampfmaschine irgendwie Wasser reinbringen. Also vermutlich macht das Sinn, wenn wir die hier irgendwo hier drüben bauen. Jetzt kommen aber so ein paar Probleme auf uns zu, denn wir brauchen Kupfer dafür. Und Kupfer haben wir bisher noch nicht. Ich unterstelle mal, dass wahrscheinlich hier das rostfarbene Kupfervorkommen sind. Das heißt aber auch schon mal, Kupfer ist echt weit weg. Das heißt, wir nehmen uns jetzt mal genug von allem mit, damit wir da eine Förderung aufbauen können. Das heißt, ich habe ein paar Steine, habe ich schon eingepackt. Ich nehme jetzt nochmal Stahlplatten mit und wir nehmen eine Ladung Kohle mit. Und dann hoffe ich einfach, dass wir mit dem, was wir da so haben, dann auch wirklich klarkommen unterwegs. Damit wir ein bisschen, Kupfer fördern können, ne? Wie gesagt, ich hoffe, das ist Kupfer. Jetzt kommen wir unterwegs aber noch an was anderem. Ah, guck mal, das ist ein großes Eisenerzvorkommen. Das kann man sich auch schon mal merken. Sicherheitshalber. So, hier ist Kupfer. Kupfer sein Gut. Ah, guck mal, hier gibt es aber auch die Möglichkeit natürlich. Schwimmt da was? Ekelhaft. Na gut, hier gäbe es natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, dass wir. Dass wir ein Dingswerk aufbauen, ne? Wir können das natürlich auch mal hier unten anstreben. Okay, jetzt als erstes bauen wir mal so einen blöden Erzförderer. Und zwar da so. So. Der kriegt dann noch so eine olle Holzkiste vorne dran, damit wir das Zeug sammeln können. So, und dann packen wir Kohle rein. Dann kann der nämlich schon mal arbeiten. Da so. So. So, was wir dann noch brauchen, ist ein Schmelzofen auf jeden Fall, damit wir Kupferplatten oder wie das hieß, herstellen können. Und bevor ich jetzt den ganzen Weg da hin und her renne, ach komm, machen wir so. Und weil wir richtig faul sind, bauen wir uns da noch so einen Greifarm dazwischen, einfach nur, weil wir genug Material mit haben. So, von da nach da. Das wäre wahrscheinlich auch ohne die Kiste gegangen, aber. Egal. So, du kriegst ein bisschen Kohle und du kriegst auch ein bisschen Kohle. So. Gut, dann sind alle glücklich und hier kann was laufen. So, und wir können uns jetzt mal überlegen. Also, wir brauchen. Also, wir haben das, wir haben das. Wir haben Heizkessel, wir haben Dings. Wir brauchen jetzt noch wahrscheinlich so eine Pumpe hier und die braucht elektronische Schaltkreise. Für elektronische Schaltkreise braucht man laut der Anzeige da unten drei Tüdeldinger, drei Platten. Wir haben acht. Okay, dann bauen wir uns jetzt mal noch so eine Offshore-Pumpe. Dinge passieren, alles noch Rohre drin und so. Okay, gut. Also, jetzt gucken wir mal. Ne, das ist die Dampfmaschine. Okay. So. Wo ist nach vorne und wo ist hinten? Ich habe keine Ahnung. Gut, ich versuche mal aus dem Weg zu gehen. Das hier irgendwie hingebaut bekommen. Also, wir brauchen da noch. Jetzt weiß ich nicht, wie viel Platz nimmt uns so ein Heizkessel weg. Ach, der baut sich das. Guck mal, der dockt da sogar an. Sehr gut. So. Und dann eine Offshore-Pumpe. Ist die da schon dran? Nee. Könnte natürlich gucken. Ah, das ist jetzt doof. Wieder hier hin. Ja, ich baue das mal nochmal ab. So, wir bauen das mal von hier oben ran. Habe ich ein bisschen mehr Überblick. Ach, ist auch zu weit. So, so. Zack. Kann ich da jetzt die blöde Pumpe ranbauen? Ne, aber eins vorher ginge. Ich baue einfach noch einen Heizkessel, oder?
So. So, und das braucht jetzt wiederum Brennstoff. Hatte ich schon irgendwie befürchtet. So viel habe ich aber gar nicht mitgenommen. So. Reicht uns das erstmal? Wie viele Bahnen haben wir jetzt? 30 Platten. Ja, das wird ja hoffentlich eine Weile reichen, oder? So, ich entziehe dem jetzt einfach erstmal die Kohle. So. Wenn wir jetzt hier was reinschmeißen, dann passiert dann irgendwas? Oder passiert dann nichts? Vielleicht hier auch noch? Wasser, Leistung, verfügbare Leistung. Brauchen wir noch irgendwas dafür? Elektrischer Erzförderer. Okay, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Also ein elektrischer Erzförderer wäre ja quasi theoretisch das, was wir dann benutzen würden. Bauen wir den ganzen Kladderadatsch hier ab. So, ein elektrischer Erzförderer wäre ja quasi ein Gerät, was Strom nutzen würde, wenn ich es richtig verstehe. So. Jetzt müssen wir da irgendwie dann. Ich mache jetzt erstmal eine Kiste ran. So. Und jetzt brauchen wir da Strom hin. Zwischenprodukte, Logistik. Kleiner Strommast. Ja, Strommasten wahrscheinlich, ne? Kupferkabel. Ach, für Kupferkabel brauchen wir wieder so Platten. Okay. Ich probiere es mal. Vielleicht müssen wir einfach Strommasten bauen. Dinge passieren. So. Keine Ahnung, so. Ach, irgendwann scheinen die sich nicht mehr zu verbinden. Ach, gucke da. Tatsächlich, sobald er einen Stromabnehmer hat, funktioniert's. Okay, cool. Das heißt, jetzt baut er quasi Erz ab. Aufgrund von Strom. Wir haben das erste Mal Strom hergestellt. Sehr gut. Was kann man denn noch so bauen? Gab es doch ein Labor, ne? Da brauchen wir viele Stahlplatten für 36 Stück. Okay, dann lasse ich den hier einfach mal tüdeln. Ach, gibt's nicht noch irgendwie einen elektronischen Greifarm? Wie cool ist das denn? Hahaha. Dann bauen wir ihm nämlich den Scheiß hier einfach so hin, dass er das auf elektronische Basis bauen kann. So. Wie, du hast jetzt keinen Strom. So? So besser? Ja. Okay, also man muss überall Kabel hinziehen. So, und dann kriegt der hier einmal, was weiß ich, Kohle reingepackt. Das wäre natürlich auch noch eine Idee, wenn wir hier einfach eine Kiste mit Kohle hinterlassen, die dann in diese Brennöfen reinkommt oder so. Ob das funktioniert, wir werden sehen. So, dann brauchen wir aber einen elektrischen Greifarm im Idealfall. Dann können wir den nämlich mit Strom hier gleich versorgen. Zack. So, dann kriegt er einmal einen Stromanschluss in meinem hochkomplexen Stromnetz. Und wir packen hier unten in die Kiste. Nee. In die Kiste einfach Kohle rein. Oh, der frisst die Kohle aber durch, ne? Lecco mio. Na gut, dann hält das hoffentlich noch eine Weile. So, er hier macht fröhlich Kupferplatten. Dann lassen wir das mal kurz alleine und ich jogge mal zurück und hol uns Stahlplatten, weil theoretisch müsste die Produktion da ja auch durchgelaufen sein. Wir müssten richtig viele Stahlplatten haben. So, zumindest funktioniert es noch. Das ist schon mal gut. Aber hier funktioniert nicht mehr allzu viel. Ach, weil voll. Okay, man müsste also mal gucken, dass man hier noch einen Tüdelüns baut, der das Zeug entleert. Gott, kommen wir aber gleich zu. Okay, wir haben ja jetzt quasi da oben dann. Ach, das ist voll gut. Können quasi eine Stromproduktionsanlage dann da oben hinstellen.
So, jetzt wollte ich nur mal hier unten was ausprobieren. Und zwar gibt es hier ein Labor. Aber vielleicht baue ich das auch lieber oben hin. Vielleicht baue ich das auch oben hin. Ich bin gerade versucht, ob ich das nicht alles sogar oben mache. Kann ich die alten Bauteile, die ich so habe, kann ich das alles einreißen noch? Ich weiß es gar nicht. So, ach, wir bauen jetzt das Labor erstmal hier unten hin. Ich kann das ja immer noch abbauen und woanders hinstellen später. So, wir bauen das einfach mal hier zwischen. Dann kriegt es doch hoffentlich gleich Strom, oder? So, und jetzt? Für Forschung benötigt. Wissenschaftspaket 1. Aha. Keine Ahnung. Kann ich irgendwas bauen? Ah, Wissenschaftspaket 1. Was mache ich denn hier eigentlich? Ich lerne Automatisierung. Eine Montagemaschine, oder? Unterirdische Fließbänder, Schnellergreifarm, Teilerfließband. Teilt ankommende Gegenstände im Verhältnis 1 zu 1 auf. Ist auch witzig. Okay, wir fangen einfach mal mit irgendwas. Das haben wir ja schon angeschmissen. Okay. Das heißt, ich brauche jetzt das und 10-mal Wissenschaftspaket 1. Wie stelle ich das her? Einfach so. Okay, scheinbar stelle ich das einfach so her. Okay, das läuft jetzt also durch und dann kann ich das wahrscheinlich hier reinschmeißen, oder? Ja, Dinge passieren. So, was ist hier los? Das Ding funktioniert auch. Sehr gut. Okay, das heißt, wir können. Das einzige Problem, was wir haben, ist, dass hier drüben das ganze Kupferzeug ist. Das ist natürlich schade. Das heißt, wir brauchen hier auf jeden Fall eine Produktion. Das wird auf Dauer auch nicht gut gehen, glaube ich. Ne? Hier ist doch bestimmt auch bald der Ofen aus. Ne? Das geht. So, kann ich jetzt hier noch mehr reinschmeißen? Ja. Ach ja, guck mal. Und jetzt forscht er an meinem Zeug. Ach, sehr schön. Okay, was ist jetzt? Objekt wurde zerstört. Oh nein! Oh nein, ich werde, glaube ich, angegriffen oder sowas. Da ist man mal am Forschen. Da wird alles kaputt gemacht. Okay, das ist nicht so gut, nehme ich an. Ach du Scheiße, ich glaube, ich gehe drauf. So, ich war jetzt mal so frei und habe euch nicht nochmal den ganzen Kram von vorne gegeben, sondern mal großzügig den Aufbau übersprungen, nachdem ich es ja jetzt ein bisschen verstanden hatte. Ich bin jetzt hier schon ein bisschen weiter ins Spiel vorgedrungen und zwar habe ich meine ganz typische, also wenn ihr es hier unten seht, ihr nochmal so das, was ich quasi am Anfang mir auch überlegt hatte. Mit diesen befeuerten Erzförderern für Kohle, die sich selber mit Kohle befördern, und dann hier meine Schmelzen quasi mit Kohle bedienen. Das mache ich alles mit diesen Befeuerten, die sich gegenseitig seitlich hier die Kohle zuschieben und oben führe ich das dann noch an meine Dampfmaschinen ran, wo auch wiederum die Kohle automatisch betankt wird. Also ich habe quasi meine gesamte Kohlekette habe ich komplett automatisiert. Mit dem Strom betreibe ich dann Erzförderer. Wenn ich jetzt diesem Fließband hier nach ganz weit unten folge auf der Karte, kommt da quasi Kupfer und Erz her. Ich habe mittlerweile Hochöfen erforscht. Das scheint so die nächste Stufe dieser Schmelzöfen zu sein, die halt deutlich schneller arbeiten. Hier wird ein bisschen Kupfer hergestellt und das sind quasi intelligente Greifer, die einen Filter drin haben, was sie sich runterziehen sollen. Also quasi. Ja, Kupfererz, damit sie das ordentlich wissen. So, genau. Was passiert hier noch so? Hier wird ganz viel Stahlplatten hergestellt und wieder aufs Fließband geschmissen. Das ist so mein mal zwischendurch andere Sachen fertig bekommen Ofen. Da schmeiße ich immer mal wieder Sachen rein, die ich fertig bekommen will. Hier werden auch, glaube ich, noch Stahlplatten gemacht, noch mehr Stahlplatten. Noch mehr Stahlplatten. Das ist für, falls doch mal noch was durchrutscht an Eisen, der ist aber meistens aus. Was passiert hier? Hier passiert Stahlproduktion, genau. Der schnappt sich immer Eisenplatten und wandelt die quasi in Stahl um. Hier ebenfalls. Und Stahl ist dann hier, die Stahlträger sind quasi so das nächste Baumaterial. Der hier ist nochmal für Kupferreste gedacht. Und das ist ein weiterer, ich habe nichts Besseres zu tun, Ofen, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht, oder was ist deine Aufgabe? Ach nee.
Der fängt tatsächlich nochmal Eisen ab, aber im Regelfall kommt hier hinten eigentlich nichts mehr an. Von daher, alles gut. So, hier unten fällt das Ganze dann in Kisten. Ich hatte hier mal, also die ist langsam auch ziemlich voll. Ich hatte hier mal eine automatisierte, und nee, ich habe hier immer noch eine automatisierte Produktion, oder? Habe ich die abgeschaltet? Ich habe die wahrscheinlich abgeschaltet. Warte mal, lass mich mal gucken. Schneller Greifer haben, genau. Hier habe ich das da produziert: Eisenzahnräder. So. Und die Eisenzahnräder sind dann wiederum hier reingefallen. Also die fallen hier rein. Und also das sind so Montagemaschinen, die Sachen zusammenbauen können. Die habe ich mittlerweile auch erforscht. Die Eisenzahnräder plus, ich glaube, er sammelt hier Kupfer runter wiederum, produzieren dann jetzt Wissenschaftspakete. Und die Wissenschaftspakete verteile ich hier in eine Kiste rein. Und die Kiste wiederum füttert diese drei Labore. Also es ist mittlerweile ein bisschen komplexer geworden. Und ich habe so die Befürchtung, das wird noch viel, viel komplexer. In der Forschungskategorie bin ich ein bisschen vorwärts gekommen. Ich habe mir vor allen Dingen auch mal so Geschütztürme und sowas gegönnt, um hier ein bisschen Schutz zu haben. Das heißt, wenn jetzt die bösen Aliens kommen, renne ich einfach schreiend hier hin und verstecke mich. Und ich forsche gerade an so Waffenschaden und sowas rum, um mir dann auch mal bessere Ausrüstung zu bauen, damit ich mich gegen die bösen Aliens verteidigen kann. Die sind hier in dem Spiel aber, glaube ich, ziemlich weit weg von mir. Also ich sehe hier oben halt so rot, das ist, glaube ich, okay. Hier ist was Vereinzeltes. Oh, wenn man vom Teufel spricht. Ne, es bewegt sich wieder weg. Okay. Also ich habe jetzt auf jeden Fall die Möglichkeit, mich mittlerweile schon ein bisschen besser zu verteidigen. Und vielleicht, wenn wir davon sprechen, bevor ich gleich wieder den Löffel abgebe, schnappe ich mir einfach mal so ein paar Stahlträger und baue mir so eine komische, schwere Rüstung. Und jutet altet Maschinengewehr, ne? Plus ganz viel Munition, weil bestimmt braucht man für ein Maschinengewehr viel Munition. Unterstelle ich jetzt einfach mal. So, damit kann ich mir dann nämlich bestimmt, kann ich das jetzt irgendwie anziehen? Ach, das zieht er automatisch an sogar. Cool. So, mach mal ein bisschen Munition da rein. Muss ich das jetzt so? Ha. So, jetzt bin ich, glaube ich, besser bewaffnet. Und jetzt würde ich mal sagen, wir nutzen einfach mal diese Chance, dass da hinten gerade was Rotes ist und wir versuchen uns mal damit anzulegen. Denn ich speichere jetzt nochmal, das habe ich auch gelernt. So, speichern hilft. Ach du Kacke, die sind ein bisschen größer. Vielleicht ist das gar nicht so schlau, da jetzt hinzugehen. Wollen wir es trotzdem probieren? Ich probiere es mal. Mal gucken, wie schlimm es ist. Ich kann ja immer noch schreien. Oh. Ah, das funktioniert schon deutlich besser, muss ich sagen. Das funktioniert doch schon deutlich besser. Ja, vor allem die Panzerung hilft mir sehr. Ah, das sieht gut aus. Okay, Munition könnte ein Problem werden. Hihihihihihi. Ihr glaubt's ja wohl nicht ernsthaft. Ja, stirbt, Alien Scum. Oh, die sind größer. Das ist wahrscheinlich nicht gut. Das sind wahrscheinlich so die Geburtsmaschinen hier. Ich spekuliere jetzt einfach mal ganz wild. So, mal gucken, ob ich mich so einem großen Vieh annähern kann, um es zu killen, ohne dabei drauf zu gehen. So. Das sind ja wohl so die Oberkäfer hier, oder? Oh, das ist nicht so gesund, glaube ich. Da braucht man was Größeres, wie es scheint. Ich ziehe mich jetzt erstmal zurück. Aber es ist ein guter Anfang. Also ich glaube, ich kann mich mittlerweile zumindest mal in meiner Haut erwehren. Für die kleinen Viecher zumindest. Das sieht okay aus. Aber ich glaube, für die großen Viecher brauche ich noch irgendwas mit mehr Bums. Keine Ahnung, ob es da später noch Raketenwerfer gibt oder ob man denen dann einfach so einen Geschützturm vors Gesicht baut. Aber ich weiß jetzt zumindest schon mal, aus welcher Richtung meine größeren Probleme kommen werden. Und da ich mehr als genug Stahlplatten habe, werde ich jetzt mal anfangen, mich hier quasi zu befestigen. Denn ich vermute mal, das ist nur eine Frage der Zeit, bis meine neuen Lieblingsfreunde mich besuchen kommen das erste Mal und mir alles zu Kleinholz zerlegen. Und bis dahin möchte ich natürlich vorbereitet sein. Obwohl es eigentlich auch eine Überlegung wäre, ihnen wirklich auf den Keks zu gehen und ihnen den Turm vors Gesicht zu bauen. Ist das eine valide Strategie? Macht man sowas? Baut man Türme direkt oben beim Gegner hin? Ich weiß es nicht. Jetzt wehren wir uns erstmal gegen das ganze Viehzeug. Ah! Es ist gar nicht so schlimm, wie es aussieht im ersten Moment immer. So. Türme. Die machen wir mal hier hin.
Zack. Sterbt! Sterbt, ihr Mistviecher! Aua! Oh, ich glaube, meine Munition ist alle, das ist nicht gut. Sterbt! Autschen. Autschen, autschen, autschen. So. Okay, also Munition ist prinzipiell ein Problem, aber wir bauen ja jetzt mal den ersten Turm hin. So, und wenn wir den jetzt noch... Geht weg. Wenn wir den jetzt noch mit Munition versorgen, dann sollte das doch theoretisch... Ja, das ist doch schon mal ganz cool, oder? So, jetzt warten wir noch, bis ein bisschen Munition kommt. Okay, der Turm scheint das hier größtenteils im Griff zu haben. So, wir pirschen uns jetzt einfach mit mehr Türmen. Langsam an die Problemstellung ran. So. Okay, das versorgt uns auf jeden Fall schon mal gegen die bösen Viecher. So, und vielleicht kriegen wir jetzt hier irgendwie den Turm so platziert, dass der sich mit den Viechern beschäftigt. Ah, das scheint zu funktionieren. Aber das geht ganz schön down. Also das ist scheinbar noch nicht so die Lösung. Okay, da geht man dann wohl ziemlich heftig drauf. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein guter Anfang, um die Viecher im Zaum zu halten. Und ich erforsche jetzt mal irgendwas Schlimmes, um die Viecher hier zu ermorden alle. Und die bösen Aliens zu töten, die wahrscheinlich eigentlich die guten Aliens sind, weil sie ein Problem mit Umweltverschmutzung haben. Euch wünsche ich viel Spaß mit Factorio. Link ist wie immer unten in der Beschreibung drin. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, bis zum nächsten Mal bei Angezockt. Mein Name ist Robert und tschüss.